Gut. Eisenplatten sind auf 3000. Kupferplatten hält sich auf 18000. Ist alles okay. Ah, ein bisschen eine rote Kiste. Gib her. Ein kleines bisschen Stahl. Ich sehe es immer noch nicht. Also unter 50 sind im System. Das ist nicht gut. Ja, hilft nichts. Einfach noch einen dahin. Noch ein. Na. Noch ein da. Noch ein da. Tu bitte rein. Nimm bitte raus. Du bekommst bitte die. Ich bin fast versucht, ein Muster hiervon zu machen, das Ganze einfach zu kopieren. Was wollte ich? Shift rechts, Shift links. Und dich beschränken. Fertig, richtig? Richtig, okay. Was noch, was noch, was noch, was noch? Was bist du für eine Fabrik gewesen? Achso, du solltest eine rote Chipfabrik werden. Zack. Wir brauchen nur noch Kisten. Du sollst wahrscheinlich auch schneller werden später. Da, weißt du, bist du schneller. Grüne Chips immer noch 1800, rote Chips sind 34 im System. Aber sie tauchen schon mal wenigstens auf, das ist ein gutes Zeichen. Hellblaue Tränke tauchen noch nicht auf. Na, ja, lass uns weitermachen. Ich hätte gerne noch ein davon. Und ich hätte gerne die Pumpjack MK2. Da fehlen mir Eisenplatten. Ja, die kann ich mir bestimmt irgendwo stibitzen. Ganzen Kisten hier rumstellen und nichts machen, kann ich mal einsacken. Genau, Eisenplatten stibitzen. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Provider Chest, ja. Hier vielleicht Eisenplattenstibitz? Wow. Wow. Ja, hier sind Eisenplatten. Ja, das ist krass. Die Flugroboter haben gerade nichts zu tun. 80. Bau mal bitte eine lila Kiste. Und dann mache ich die unten hier zu lila Dingern. Damit das alles oben eingelagert wird, damit die Roboter nicht so viel hier hin und her fliegen müssen. Wobei es keinen Unterschied macht, ob sie... Egal. Der Pumpjack braucht noch ein bisschen. Haben wir hier irgendwelche Probleme? Schwefelsäure ist voll. Leichtöl ist fast leer. Petroleumgas wird verbraucht. Dass es sich hier staut, ist nicht wirklich ein Problem. Wenn sich das hier stauen würde, hätten wir ein Problem, weil dann ne, nichts mehr hergestellt werden würde. Und Öl ist leer. Ja, genau deswegen bauen wir jetzt ja das neue Ding da auf. Alternativ könnten wir versuchen, hier in einer Pumpjack noch irgendwie reinzuklemmen. Aber ich glaube, die sind zu nah beieinander. Irgendwie so war das. So, und lass die uns mal frei. So. Ja. 20 Gold. Das ist auch mau bisher die Ausbeute hier. Oh, na gut. So, Pumpjack MK1 ist gebaut, das ist gleich fertig. Das heißt, wir setzen einfach irgendeinen von denen mit einem Zweier. Warte mal, wie viel Strom verbrauchst du? 90, ich glaube, hier lohnt sich sogar eher Pollution 5,4. Pollution 3,6, ja, bei denen lohnt sich sogar eher die Pollution-Geschichte. Habe ich auch bei den meisten schon. Sogar schon die Zweier. Na? So. Zack. Oh, sehr gut. Pollution. Achso. Pollution 3,64. Ja. Achso, das Feld war schon leer. Das habe ich. Ich habe es damals umgeschoben gehabt, damit wir den Pumpjack nicht auf dem Feld benutzen, wo 0,1 rauskommt, sondern bei dem, wo viel mehr rauskommt. Aber, ja. Und die zwei Felder sind blockiert von dem Wasser. Weil bessere Rohre hab ich schon, aber nicht so viel bessere Rohre. Richtig? Zeig mal ganz kurz, wie weit ihr so kommt. Kappen wir hier mal kurz die Leitung. Wo bist du? Da bist du. Oh, wow.
Ich habe nichts gesagt. Das sind nur die MK2-Rohre. Wie weit kommen denn die MK5er, die ich damals benutzt habe in der letzten Staffel? Krass. Okay. Ein Pumpjack hätte ich noch ganz gerne. MK1 reicht erstmal. Wir gucken, ob ich den hier irgendwie ranbekomme. Und vielleicht sogar da noch einen hin. Also ein etwas größerer Vorrat wäre doch schon ganz schick. Weil die dauern ewig zu bauen. Alles okay. Schwefel wird nicht produziert. Oh, hier. Schwefel wird nicht produziert, weil 50 Schwefel drin ist. Achso, und das wird nicht produziert, weil die Tanks voll sind. Ja, ich kann die blauen Chips jetzt mal rausnehmen. Dann verbrauchen wir so viele rote. Oh, das wollte ich nicht. Da. Ja gut, dann verbrauchen wir jetzt halt ein bisschen rote. Aber ich habe jetzt 112 blaue Chips dabei. Falls ich mal wieder irgendwas ganz Tolles bauen will. Und jetzt sollten die auch rausgenommen werden. So ganz bisschen zwischendurch. Oder auch nicht, weil wir viel zu wenig verbrauchen für so einen Vorgang. Naja, wir bräuchten ja eigentlich 3, 4 von den Fabriken, um die Schwefelsäure immer wegzubekommen. Aber sei es drum. Licht. So. Was wollte ich eigentlich hier unten? Keine Ahnung. Bau bitte noch eine Stromschmelze. Genau, die Pumpjacks. Ich habe einen Pumpjack gebaut. Du. Oh. Mach den mal dahin. Dann hätte ich gerne normale Rohre. So, jetzt füllst du den damit hin. Und das sollte dann erstmal reichen, ne? Ja, du füllst dich. Okay. Das hier unten ist okay. Ihr werdet alle voll sein. Oh nee, nicht ganz. Achso, das sind die Eisenkisten. Das ist das Backup quasi. Macht die auch alle mal zu Provider Chests. Auch wenn das wieder Stahl verbraucht, aber das ist okay. Bau davon noch ein paar. So, also alles kann jetzt von den Robotern abgeholt werden. Okay. Alternativ hätte ich auch einfach die MK1-Chests erforschen können. Aber das kostet wieder so viel. Und ich kann übrigens noch kein MK1-Roboport bauen. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Ich hatte doch die Forschung. Drück mal T. Die Forschung hier unten irgendwo. Ah nee, das kann ich noch erforschen. 250 blaue. Ja. Staut sich momentan, ne? Die haben alle 20, also 200 liegen hier schon drin. Ja, 250 hätten wir sogar. Na, guti. Also wenn Capacitor 2 hier durch ist, dann könnten wir das machen. Hier war alles okay. Ich hatte noch die da gebaut. Die wollte ich hier oben ersetzen. Flop. Wie schaut Strom allgemein so aus? Sehr gut. Schöne Sache, dann bau gleich noch mehr davon. Ich sollte noch Blei abbauen. Ich sollte noch die Schmelzöfen hinstellen für mehr Stahl. Wobei es wird gerade mehr Stahl angeliefert, also sollte das sich ein bisschen gefangen haben. Ich sehe es zwar im System noch nicht. Und Eisen ist schon von 3000 auf 2400 gefallen. Ja, ein noch. Dann sollte ich aber echt langsam mal die Füße stillhalten. Du, Shift, rechts, Shift, links, beschränken. So. Das wären jetzt 9 Schmelzöfen. Krass. Okay, einmal kurz die Runde machen. Also unten Eisen hier ist okay.
dann zu unserer quasi Kolonie da unten. Aber das sieht okay aus, der Strom, der da kommt. Ja, hier läuft alles noch mit dem Prinzip. MK3, oh, ich habe gar nichts drin. MK3 Drills wären, glaube ich, hier die bessere Alternative ebenfalls. Also ein MK3 Drill und dann einfach ein ganz langes Fließband mit dem Erz nach oben. So. Das Feld ist demnächst alle. Das da ist eigentlich schon alles. Weiß es nur noch nicht. Deswegen reiße ich das schon mal ab. Ding, 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 ding. So, ich bin viel schneller als die dumme Maschine. So macht man das. Ich bin quasi ein MK3-Drill auf zwei Beinen. Kann ich das hier nicht einfach wegmachen? Habe ich noch irgendwie einen MK2 oder so? Nein, habe ich nicht. Ich könnte ein MK2 vorbereiten und dafür fehlen nur Steine. Ja, wollen wir mal ein MK2-Drill. Und ich brauche hier nichts weiter Neues auf. Nö. Gucken wir mal kurz zum Kupfer. Die können alle weg. So, die haben bestimmt auch nicht die ganzen richtigen Module drin. Nö. Warum auch? Ist ja bloß unser Strom, unsere Umweltverschmutzung. So. Nein, nicht die. Die habe ich gerade rausgeholt. So, ja, hier wäre es auch ebenfalls mit dem MK3 besser. Was bist du für ein komisches blaues Ding da? Achso, Kobalt. Ja, nee. Was ich jetzt ganz gerne eigentlich hätte, wäre Blei. Blei war hier auch irgendwo, ne? Also Tin war da. Aber Blei war hier zwischen auch irgendwo. Tun wir mal zu. Ja, und Topaz-Kristalle abbauen. Aber das ist so langweilig. Warum wird mir nicht angezeigt, was ich habe? Ah, da. Useless, 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 useless. Saphir. Saphir und Emerald. Useless, useless. Ich warte eigentlich nur auf einen einzigen Topaz. Mehr will ich am Anfang jetzt gar nicht. Oh, ein Topaz. Ja, man muss nur meckern. Damit wir jetzt wenigstens die Möglichkeit haben, wenn wir die Türme erforscht haben, den allerersten zu bauen, um zu gucken, wie stark er ist. Hier muss ein bisschen durchhacken. Eigentlich suche ich Blei, weil ich mal wieder vergessen habe, wo Blei war. Wahrscheinlich nicht hier mitten im Wald. Okay, ich wusel erstmal in der Basis rum und wenn es hell wird, kann ich gucken. So. Öl ist immer noch okay, Öl ist immer noch okay. So, also wir haben unten die beiden Sachen überprüft, wir haben oben das überprüft, hier haben wir erste Mangelerscheinungen. Die sind alle auch noch falsch eingestellt. Ja, wir haben 20.000 Kupferplatten oder so im System, richtig? Danke. Wenn wir 20.000 Kupferplatten im System haben, habe ich jetzt kurz Zeit, hier rumzubauen. So, weg mit euch. Komischen, alten, falsch gestellten Sachen und falschen Modulen und was weiß ich. Ich schnapp mir jetzt ein paar Steinziegel. So. So, gib mir Steinziegel. Dann baue ich den MK3-Drill und dann passt das. Du Steinziegel, du Steine und Treibstoffzeug. Und Eisen ist auf 2,2 runter. Ich sehe, hat auch 125 rote Chips. Ist okay, ist okay. Draht ist auf 1300 hoch. Das ist soweit auch okay. Stahl habe ich auch noch keinen gesehen, ne? Ne, Stahl ist immer noch unter 50. Krass. Okay. Was ich jetzt machen wollte, war... Was? Nein, mir fehlt Rohstein. Das ist peinlich. So, tauschen wir mal Stein gegen Holz, okay? Du baust dieses komische Konstrukt. So, währenddessen bereite ich hier schon mal vor.
Warte. Da müssten wieder intelligente Ärmchen hin. Die nur Eisenplatten nehmen. Ne, Kupferplatten nehmen. Du, das da. Und hier ist keine Robo-Abdeckung, was? So, da hinten ist keine Robo-Abdeckung, ja. Genau, hier ist dann ein Fließband. Ich glaube erstmal hier ist schon okay. Dann bauen wir da oben ein MK3-Drill hin und dann passt das schon. Du kannst auch noch weg. So, bau den. So, und dass alles abgebaut wird. So. Und das machen wir auch nicht mit irgendwelchen hässlichen alten Stromkabeldingern, sondern mit denen hier. Schöne Muster, wie sich das gehört. Zack. Und du bekommst 1, 2, 3, 4 davon.